Zum 100. Geburtstag der Caritas Steiermark hat heute am Grazer Bahnhof ein Tageszentrum für Menschen in Not eröffnet. Gerade bei den aktuellen Temperaturen bietet es einen warmen Aufenthaltsraum und eine warme Mahlzeit. Geöffnet ist das Zentrum vor erst 100 Tagen, nach dem Vorbild der 1924 gegründeten Bahnhofsmission, einem der ersten Angebote der Caritas. Die Nähe zum Bahnhof ist bewusst gewählt. Hier in dieser umgebauten Verkaufshalle ist Raum zum Ankommen für Menschen, die Hilfe benötigen, die sich tagsüber aufgehoben fühlen sollen. Wir stellen uns darauf ein, dass Leute, die nachts in Notschaftsstellen sind, Leute, die prekär wohnversorgt sind, Leute, die sich einfach vielleicht auch nur einsam fühlen, dass die zu uns kommen auf ein warmes Getränk, ein bisschen Stärkung und ein bisschen Ansprache. Das neue Tageszentrum am Bahnhof knüpft an die eigentliche Caritas-Bahnhofsmission an. Gegründet 1924, um Reisenden zu helfen, vor allem Frauen vom Land, die in der Stadt ein neues Leben beginnen wollten. Zuerst war vor allem eine kurzfristige Hilfe für Leute, die gestrandet sind, für Leute, die in Not waren. Wir merken aber, dass auch heute ein Bedarf für die Bahnhofsmission gegeben ist. Und deshalb versuchen wir hier ein neues Angebot zu platzieren. Von der ursprünglichen Bahnhofsmission ausgehend wurden weitere Angebote der Caritas Nothilfe entwickelt, vom Marienstüberl bis zu den Notschlafstellen. Das neue Tageszentrum soll als Drehscheibe fungieren. Hier soll auch über das breite Angebot informiert werden. Wir sind weiterhin in der Nothilfe, aber wir sind von vor der Geburt bis zum Lebensende einfach auch als Caritas da. Von der Schwangerenberatung über die Kinder- und Jugendbetreuung bis hin dann auch zu den Pflegewohnhäusern, wo wir ein gutes Leben im Alter ermöglichen wollen. Die Bahnhofsmission neu ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet, vorerst 100 Tage lang. Wie von der Grazer Bürgermeisterin Elke K. heute auf Nachfrage zu erfahren war, werde die Stadt die Räumlichkeiten danach übernehmen. Die Caritas solle das heute eröffnete Tageszentrum dann auch weiter betreiben.